Guten Abend, meine Damen, guten Abend, meine Herren. Wir haben heute den österreichischen Film zu Tisch gebeten. Hannelore Auer, die durch Heirat einen Berg dazu bekommen hat und jetzt Auersberg heißt, und Franz Antl. Ich muss da gleich etwas sagen, Herr Bob. Sie meinen, den österreichischen Film gab es früher einmal. Ja, da haben sich viele Filme zusammen gemacht. Viele Filme, aber ein halbes Dutzend. Es gibt ihn jetzt nicht mehr, aber es ist nicht der Grund, dass ich jetzt hier koche. Also Sie machen schon, ich noch, mache Filme. Schon noch Filme. Mhm. Und Sie haben doch begonnen, glaube ich, schon ganz früh, das war im Krieg noch Fronttheater, ne? Das haben Sie jawohl, da gemacht und dann... Jawohl. Und nach dem Krieg habe ich 1947 den ersten österreichischen Spielfilm gemacht, das Singende Haus. Mhm. Und später dann viele Filme mit Moser Hörbiger. Also ich habe die große Moser-Renaissance. Und da erinnere ich mich, dass Sie, Herr Bob, einmal mitgespielt haben. Das ist aber im alten Sünder. Sünder. Im alten haben Sünder. Haben Sie getanzt? Getanzt. Ja. Ja. Und Sie haben ja eigentlich nur Erfolgsfilme gemacht. Nur nicht. Das waren schon auch ein paar Pleiten dabei. Aber ich habe damals viele österreichische Filme gemacht, die dem Publikum das Geschmack der Zeit entsprochen haben. Herz, viel Liebe, mal gesagt, ich habe eigentlich die Donau blau gemacht für den ja, Film. Ja, in der Wachau, die haben sie auch berühmt gemacht. Ich glaube, die Zeit war damals, nach dem Krieg wollten die Leute unterhalten werden, die Leute wollten wieder Schönes sehen. Heute ist es anders, heute ist, herrscht die Brutalität und Sex. Und na, sechs Filme haben Sie aber begonnen. Ja, haben. Ja, ja, ich habe eine Serie sechs Filme begonnen, aber harmlos. Aber der saubere Sex. Saubere Sex. Und heute machen Sie keine sechs Filme mehr. Ja, aber nur Sex, den ich glaube, der sich auch weiterhin halten wird, nicht Pornografie und nicht die Abarten. Ich glaube, ein gesunder Sex wird im Film die nächsten 10 Jahre bestimmt bleiben. Sagen Sie, Sie wollten ja mal große Projekte gehabt, Sie wollten ja mal die Wien-Film kaufen, so viel ich weiß. Naja, ich wollte die Wien-Film eigentlich, vor Jahren war es die Wien-Film erhalten. Die Wien-Film, wie Sie ja wissen, vegetiert dahin. Wir haben kein Filmförderungsgesetz in Österreich. Wir haben keine Möglichkeiten, Co-Produktion mit dem Ausland zu machen. Uns fehlt das Kapital. Und leider auch unser Partner, das ist der deutsche Film, der deutsche Filmverleiher hat auch Schwierigkeiten. Also der deutsche Film, der deutschsprachige Film hat heute keine Chance mehr im Kino. Und sagen Sie, Sie haben ja auch verschiedene Hobbys, ne? Fußball spielen, glaube ich, Sie haben einen eigenen Fußballverein gehabt, oder? Haben Sie gerne noch spielen. Alt-Inns hat der Schranz, der Wille Tiertl im Tor und so weiter. Bravo. Und der Franz aktiv mit. Ja, und Ihr zweites, noch, ja. Und Ihr zweites Hobby ist Kochen, ist ne? Ist Kochen, ja. Sie haben ja, glaube ich... Frauen. Nein, Gottes Willen, du musst noch deine Reputation. Kochen, muss ich sagen, hat mir eigentlich immer Freude gemacht. Ich habe Kochen als Pfadfinder begonnen einmal, da habe ich es müssen. Und später in München hatte ich einen Haushalt mit einer schlechten Köchin und die habe ich dann Rezepte von einer Mutter aus Wien mitgebracht und habe langsam Wiener Küche beigebracht. Das hat mir so gefallen, dass ich dann wirklich selber gekocht habe. Und jetzt verfüge ich eine Kochbuchbibliothek von 48 Bänden, also alte Kochbücher aus der ganzen Welt. Und jetzt erfinde ich Speisen, jetzt macht es mir richtig Spaß. Na, sehr gut. Jetzt wollen wir uns einmal anschauen, wie das ist, wenn Sie kochen. Dürfte ich Sie in die Küche hinüberbitten, Herr Antl? Bitte. Ich habe vorher schon 4 Kapschnitzel in Butter angebraten und schneide jetzt Kohlrabi klein, den ich dann auch in Butter und etwas Zwiebeln dünsten werde. Das kannst du ja gut. Ja. Gelernt ist gelernt. Ich habe gewarnt, ich hätte mir schon 10 Finger geschnitten. Das hier ist Hausfrau. So. Und jetzt kommt das in die bereits ausgelassene heiße Butter. Also das Essen muss gut vorbereitet sein. Ne? Das Essen, da diese Speise, braucht einige Vorbereitung. Die Kartoffeln, die ich vorher schon gekocht habe, habe ich geschnitten, so wie für einen Kartoffelschmarrn. Die liegen schon bereit. Ebenso habe ich vorher Pilze geputzt. Man kann nehmen Eierschwammerl, man kann nehmen noch besser sind Steinpilze, also jetzt zur Jahreszeit. Was schmeckt denn da drüber? Ja, Petersilie. Petersilie kommt zu den Kohlrabis dazu, das sind die Schnitzeln. Die brauchen nicht ganz durch sein. So, die steht jetzt von der Flamme. Gebe jetzt die Steinpilze, also die Eierschwammerl in diesem Fall. Nun sind Steinpilze besser. Geschmacklich besser. Hast du denn nicht doch vorher Butter reingetan? Vorher war Butter drin, ja gut. Es kommt auch zu den Pizzen, kommt auch Petersilie rein. Natürlich muss man alles salzen. Jetzt dünste ich das. Also je nach, man braucht ungefähr 6-7 Minuten, um das Kohlrabi und die Pilze zu dünsten. In der Zwischenzeit bereite ich für später vor ein Viertel sauren Rahm, schlage 2 Eier rein.
sehr gewandt wieder. Ja, das ist es. So, verrühre die Eier und den rührender Mensch. Wenn ins Ernst sind, dann sieht es. Kochen ist eine ernste Angelegenheit, wenn was Gutes herauskommen soll. Wird es wieder verrührt, weiter verrührt? Ja. Wie lange muss man das ungefähr rühren? Bis das gebunden ist, bis der Rahmen erfüllt. Jetzt habe ich eine feuerfeste Schüssel mit Butter ausgestrichen. Ja. Das halte ich mir nochmal nach. Die Schwammerl, ich glaube, die Schwammerl kann ja gut gesalzen. Ungepfeffert auch. Ungepfeffert. Das riecht jetzt schon so gut. So, und jetzt kommt das unterste Lage in diese feuerfeste Form, kommen die Kartoffeln, die geschnitten sind wie für einen Kartoffelschmarrn. Die Hälfte der Menge ist ungefähr, ungefähr ein Kilo Kartoffeln. Also die Hälfte kommt, lege ich den Boden aus damit. Dann kommen die Pilze drauf. Die Pilze waren mit Petersilie gedünstet. Gebe aber extra noch etwas Zwiebeln darüber. Man kann auch die Zwiebel gleich mit den Pilzen dünsten. Geht Petersilie drauf. Sehr gut. Und jetzt kommen die Schnitzel, die Kalbschnitzel lege ich jetzt darüber. Sehr wirklich sehr gut aus. Schmeckt sich auch gut. Das hoffe ich, dass es auch gut schmecken wird. So. Und jetzt darüber kommen die Kohlrabi. So ein Eintopf für den Sonntag. Ja. Für Feiertag. Eintopf für Feiertag. Und jetzt zum Abschluss kommt nochmal die zweite Hälfte der Kartoffeln darüber. Ein exklusiver Erdäpfelschmarrn. Ja. Die Kartoffeln werden gesalzen. Und jetzt kommt der saure Rahm mit den geschlagenen Eiern drüber. Und wird das eigentlich gratiniert, ne? Eigentlich könnte man sagen gratinieren, ja. Da streiche ich das etwas glatt. Das ist schön ausschaut. Grad, ja. So, und jetzt kommt es schon in das vorgeheizte Backrohr, wo es ca. 20 Minuten bleiben muss. Bravo, Franz, wirklich. Das ist also das berühmte geleckte Kalbfleisch à la Franz Anto. Bin neugierig, was das ist. Also guten. Ja, guten Appetit. Darf ich eine Regieeinfall haben? Ja, bitte. Gibt es hier was zu trinken? Ja. Ja. Dann schenkt es ein. Ihnen zuliebe was aus der Wachau. Prima. So. Hast du wieder selbst übertroffen, Franz? Das ist alles drin, das ist Pilze. Schauen Sie, Anto. Das größte Menü, das Sie einmal gekocht haben, war ja, glaube ich, für 160 Personen. 120 Personen. 120, Verzeihung. Vor zwei Jahren in Schloss Blümbach. Ja. Da war sogar die Frau Kennedy, John Kennedy, als Gast da. Und, hat sie geschmeckt? Ich glaube ja. Jedenfalls war kein Protest. Ja. Und keine diplomatische Verbindung mit Österreich. Ach, das ist in Ordnung, also dann. Ja, allerdings habe ich mich da übernommen. Prost. Zum Post. Prost. Wohl. Für 120 Personen zu kochen, habe ich gedacht, ist einfach 12 mal 10. Für 10 koche ich normal. Ich habe gedacht, Menge mal 12 ist ganz einfach. Ich habe Segediner Krautfleisch gemacht. Also 1 Kilo Zwiebel mal 12 sind 12 Kilo Zwiebel. Wie ich den in den Topf gegeben habe, war das viel oben. Der konnte nicht, der wurde überhaupt nicht mehr heiß. Sofort umgeschaltet, sofort verlangt vier Töpfe und habe das dann auf 4 Raten gekocht und ist dann gelungen. Und? War alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Sagen Sie, Herr Anto, außer Kochen machen Sie beim österreichischen Fernsehen nichts? Mich hat das Fernsehen hauptsächlich zum Kochen, glaube ich, engagiert. Fürs andere scheint es wenig Geld zu haben. Aha. Bitte, Adi, ich habe ein Gelübde getan vor 10 Jahren, dass ich im Fernsehen immer gratis arbeite, solange es nicht 100.000 Schilling Gage erreicht. Aha, na bitte, das kommt mir natürlich. Und das ist einmal gelungen. Bravo, na sehr einmal gelungen. Und ich glaube, die Gage für diese Sendung spenden Sie ja? Alle Gagen, die ich beim Fernsehen verdiene, kriegt Künstler von Künstlern. Na sehr schön, da werden sich die aber in Baden sehr, sehr freuen. Aber Herr Antl, jetzt essen Sie ein bisschen was. Sind jetzt kalt? Sonst wird es kalt, ja. Wie schmeckt das? Also Sie essen doch eigentlich sehr wenig, so viel ich weiß. Ja, das nicht. Aber wenn Sie mir verlangen, dass ich esse, ich kann so schlecht mit vollem Mund sprechen. Aber sehr gut. Aber sehr mäßig, ne? Weil Sie sind ja, seit ich Sie kenne, so schlank. Ja. Ne? Du, und die Pilze hast du selber gesucht dazu? Oder? Gott bewahre. Sagen Sie,
Aber ich würde nicht vergiften. Ich wollte gerade fragen, aber du hast auch schon davon gegessen. Sicher, eben. Er ist der Vorkoster. Sagen Sie mir, Frau, Sie wollten ja eigentlich, glaube ich, gar nicht Sängerin oder Schauspielerin werden. Nein, ich habe die Kunstgewerbe geschoben gemacht. Linz. In Linz, ja, für Werbe- und Gebrauchsgrafik. Ja. Und dann habe ich ein Dutzend Filme gemacht, ein Dutzend Schallplatten. Na, so, die letzte und Sie waren dann, glaube ich, auch in der Uferschule, ne? Ufer-Nachwuchsstudie, habe ich das letzte Stipendium gemacht, dann, wie gesagt, mit Herrn Antl. Nachher hat sie nach der Uferschule hat sie mich erreicht. Erreicht, das war der Höhepunkt, sozusagen. Ein paar Jahre haben wir zusammen Filme gemacht. Ja, und was denn zum Beispiel? Ach, die Liebe der Matrosen, da gibt es also... Hauptrolle gespielt, viele, im Schwarzenhäusler, Wolfgang, viele. Ja. Musikfilme hauptsächlich. Jetzt machen Sie keine Filme mehr, oder? Jetzt habe ich mich der Mode zugewandt. Mhm, na bravo, und da machen Sie Dirndl, ne? Hauptsächlich Dirndlkleider, kurze und lange, weil ich finde, ein Dirndl... Kleid gehört erstens zu jeder Österreicherin, und, aber ich habe damit sehr große Erfolge, auch in Deutschland, weil ich finde, ein Dirndlgewand ist sehr feminines Kleidungsstück und passt zu jeder Frau. Meine Frau muss auch drei Dirndlgewand von Dirndl. Kann man immer anziehen. Ich glaube, Schirme machen Sie auch, ne? Ich mache auch Accessoires jetzt und wie gesagt, Wickelröcke, Kaftans und alle möglichen. Aber jetzt zeige ich Ihnen einmal etwas, was nichts mit der Mode zu tun hat. Zeigen wir was? Ja. Die Sterne von Athen, sie leuchten heut so wunderschön. Sie werden ganz allein nur für uns zwei am Himmel stehen. Die Sterne von Athen, kannst auch du noch leuchten sehen, wird morgen schon dein Boot im fremden Land vor Anker gehen. Warum? Die Frau, sie war doch sehr süß. Das war mein letzter Auftritt als Sängerin beim österreichischen Fernsehen. Evergreen, glaube ich. Und im Ausland singen Sie, oder? Ja, jetzt habe ich es ganz aufgegeben. Eigentlich nicht ganz aufgegeben. Es schließt nicht aus, dass ich, wenn ich die richtige Nummer habe und den richtigen Regisseur, vielleicht engagiert mich der Herr Antl wieder mal für seine internationalen Filme. Ja, wenn ich die bezahlen kann. Aha, da heißt er ja François. Also. Auf das wollen wir trinken. Ne? In seinen ausländischen Filmen heißt der Herr Antl François Legrand. Warum, Herr Antl? Ja, ich muss Ihnen ehrlich sagen, Herr Bob, der Name Franz Antl hat dann, sagt man in der Presse, einen schlechten Ruf, sagt es der Klamottenfilmer. Und im Ausland kennen Sie den Franz Antl nicht, heiße ich im Ausland François Legrand. Sehr gut. Und, gnädige Frau, kochen Sie eigentlich selbst zu Hause?